Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Himmelgrau, Autograu. Es ist mal wieder ein Regentag. Zeit, um ein Autovideo zu drehen. Und zwar hat mir das Autohaus Graf Hardenberg in Konstanz dieses wunderschöne Auto ausgeliehen. Es ist ein neuer ID.5 GTX. Das ist ganz wichtig, denn es ist wahrscheinlich das spritzigste und potenteste der ganzen ID-Serie. Es hat eine kurze, hohe Schnauze und ist ein ganz schönes Koloss. Es ist auf der Basis des ID.4 praktisch, ja, schön hochgebaut und viel Platz müsste drin sein. Das werden wir gleich alles ausprobieren. Also wenn ich mich mal daneben stelle, dann seht ihr schon, das ist ein relativ hohes Auto. Ich sag mal, diesen Hintern, den muss man mögen. Das Auto ist wirklich vorne eine Wand und hinten eine Wand. Da haben wir noch diesen schönen Spoiler. Das geht schon alles ziemlich weit nach oben, ne? Hier gibt es noch was zu laden. Ist jetzt nicht wahnsinnig aufregend. CCS-Stecker. Auch über das Sounddesign und das Lichtdesign sprechen wir jetzt heute nicht. Das ist alles ID-serientypisch. Türen klingen massiv. Das ist auch der Türentest. Der alte Türentest, den Tesla-Fahrer gerne mal machen, wenn sie mal was anderes als Blech hören wollen. Das funktioniert sehr gut. Ihr seht schon, fachmännische Beurteilung von dieser Dad. Lass uns lieber fahren. Und los geht's. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ja. Solide. Also für so ein großes Auto, da bin ich da schon gut. Für 2,2 Tonnen recht spritzig, nicht? Wer mal ID.4 gefahren ist, kennt sich aus, so viel ist gewiss. Man hat das große Display in der Mitte, man hat ein kleineres Display hinter dem Lenkrad und dann noch zusätzlich eben da vorne das Head-Up-Display mit Augmented Reality, was wirklich praktisch ist. Wo ich immer ein bisschen neidisch bin als Tesla-Fahrer ist, dass das hier mit dem Fahrassistenten eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also Tempomat, Abstandhalter, Spurhalter. Er erkennt Verkehrsschilder, ist akkurat auf der Geschwindigkeit, wenn das Verkehrsschild da ist oder das Ortsschild, beschleunigt und hält die Spur gut. Ich finde immer, dass er ein bisschen weit rechts fährt, sich vielleicht eher am rechten Randstein orientiert, ich weiß nicht. Und einmal, als so eine Verkehrsinsel kam, hatte ich gerade hier dem Oskar gesagt, wie gut es doch funktioniert. Und da ist er mir einfach auf die linke Seite abgezwitschert. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich, aber insgesamt finde ich, dass es ziemlich gut funktioniert. Der größte Unterschied für mich jetzt beim Fahren ist, dass dieses Auto recht spritzig ist. Das mag vielleicht verwundern, weil es 2,2 Tonnen wiegt, also nicht ganz ohne ist. Man hat nicht dieses Elektroauto-Gefühl, so mit dem Bauch kribbeln, das hat man jetzt nicht. Aber man hat das Gefühl, spritzig, es hat auch von 100 auf Spitzengeschwindigkeit gut gezogen. Also da hat man nicht das Gefühl, dass er da Zeit verliert, sondern das geht wunderbar. Also man hat auch den Eindruck, man kommt an einem Laster vorbei, man kommt in den laufenden Verkehr, schön sich einsortiert, hat also die nötige Beschleunigung dafür. 183. Klar, das ist natürlich nur beim GTX. Dieses Modell, das wir hier haben, gibt es ab 53.000 Ungrad. Der normale ID.5 ist noch mal günstiger, wenn ich richtig in Erinnerung habe, 46.000 Ungrad. Da spielen wir eher in der Klasse vom Model Y, kann man sagen. Das kommt von der Größe hin. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich sogar ein bisschen größer hier als das Model Y und entspricht von der Größe verbrennerseitig dem Tiguan vielleicht von Volkswagen. Ich finde nochmal vom Fahren her für so einen Panzer, was es halt schon ist, für so einen schweren Panzer, flüssig, leicht zu lenken, wie gesagt, schöne Beschleunigung, wirkt also nicht behäbig oder schwer, sondern leicht, auch im Eco-Mode, alles wunderbar. Die Reichweite, da ist man auch sehr stolz hier mit 450 ungefähr nach WLTP, irgendwas zwischen 420 und 490. Ja, die Batterie hat 77 Kilowattstunden nutzbare Kapazität und der Verbrauch liegt nach WLTP so ungefähr bei 19. Das ist alles soweit, dass man damit absolut zufrieden sein kann und gut damit umgehen kann. Bei der Reichweite, ja, das ist halt für Leute, die Langstrecken fahren, immer noch so ein Punkt. 450 Kilometer,
auch wenn man dann vor allem Autobahn fährt oder im Winter mal unterwegs ist, dann wird es ja weniger, ist halt als auch nicht die Welt. Vielleicht noch ein Wort zum Design. Es ist natürlich von der Optik her eher kunststoffig, sage ich jetzt mal, um das böse Wort Plastik nicht zu sagen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Wir haben da vorne so eine Lederimitat vermutlich. Dunkelblau mit roten Nähten ist okay. Was ich übrigens beim Fahren noch sagen muss, ist, dass ich einen guten Überblick hier habe beim Fahren. Das finde ich okay. Also da hatten wir beim e-tron Schwierigkeiten, überhaupt die Straße zu sehen. Hier sieht man eigentlich alles, was man braucht, bis vors Auto. Das ist, fühlt sich gut an. Hier in der Mittelkonsole haben wir Getränkehalter voreinander angeordnet und hier haben wir eine Ladestation und noch mehr Getränkehalter, also trinken kann man auf jeden Fall eine ganze Menge. Was ich noch ganz witzig finde, ist, hier im Rückspiegel sieht man dann den Spoiler, scheint beim Model X auch so zu sein, aber ich finde es ein bisschen ungewöhnlich, dass man hier praktisch ein großes Fenster hat, wo dann der Spoiler durchgeht. Ja, bei der Bedienung können wir uns kurz fassen. Wie im ID4 haben wir hier dieses große Display, da ist der Navi drauf. Da kann ich zum Beispiel auch den Fahrmodus einstellen. Eco, Comfort, Sport, dann wird alles rot. Traktion, dann kann ich mir selber was programmieren. Hier haben wir den besonderen Hebel, den gibt es wahrscheinlich nur hier. Da kann man eben den Gang wählen sozusagen für Drive, Neutral oder Rückfahrgang. Da sieht man dann, dass die Kamera angeht und wir hier eben das Fahrzeug von außen sehen und alle Gegenstände, die im Weg liegen, werden aus der Vogelperspektive beschrieben. Ich denke, alle anderen Bedienelemente sind mehr oder weniger selbsterklärend. Es ist auch nicht zu viel davon da. Das ist eigentlich auch ganz schön. Einigermaßen übersichtlich und das gefällt mir. Und damit kommen wir jetzt zum Oscar-Test und ich begrüße den Oscar neben mir, meinen Hallo. Sohn. Ein Meter wie viel bist du inzwischen? Immer noch 95, gell? Jawohl. So, und da wollen wir mal schauen, ob dieses große Auto auf jeden Fall was zu bieten hat. Du lädst mal hier kurz e-tron und Model Y, Model X in dein Gedächtnis und dann schauen wir mal, wie sich das hier verhält. So. Oh. Na? Na gut. Ja, ist tatsächlich jetzt ein bisschen weniger Platz sogar, als ich dachte. Okay. Ich habe ja immer, also ich habe den Sitz vor mir jetzt auf meine komfortable Beingröße, wenn ich da sitzen würde, eingestellt. Ja. Und hier habe ich auf jeden Fall super entspannt Platz, also ist voll easy. Wobei mich auch wundert, warum das so, hier hinten ist es irgendwie viel höher als vorne, kann das sein? Ich habe das Gefühl, hier hinten... Ah, da ist wieder die. Ja, das da. Da heben die Oberschenkel. Das wundert mich dann für das so hohe Auto, weil es ja doch ziemlich hoch ist. Mhm. Und was auch wieder, und ich glaube, das war beim ID4 schon so, weil wir da auch ein Glasdach hatten. Das Glasdach ist so super schön und man denkt so, wow, man hat ja wahnsinnig viel Platz. Mhm. Aber wenn man sich zurücklehnt, was man ja machen muss, weil man hier ja sich anlehnen möchte, also so ganz komfortabel gerade sitze ich. Also passe ich nicht drunter. Mhm. Aber wenn ich so ein bisschen so gechillt drin sitze, dann ist entspannt. So, da kann man noch mehr trinken. Gut. Sogar hier, Shots. Lass mal gucken hier, kann man einstellen. Ja, das ist auch schön. Mittelsitz, okay. Also ich habe natürlich Platz ohne Ende. Ich habe hier irgendwie so 15 cm mindestens noch von den Knien frei. Kann gerade sitzen. Und ich stoße auch da hinten mal nicht an, was ich ja selbst bei großen Autos oft tue, obwohl ich nur 1,79 bin. Okay, also ich würde schon sagen, das ist schon geräumig. Also da würde es jetzt schon mit nach Kroatien fahren hinten, oder? Drin. Das wollte ich gerade sagen, ich glaube nicht. Also ich. Echt nicht? Also ich schon, aber. Ah gut, ich meine, mein Sitz ist auch noch ein Stück weiter vorne jetzt. Ja, es wird schon gehen. Aber ich merke schon, wie ich so automatisch meine Beine so zur Seite klappe. Okay. Okay. Das ist halt auf Dauer, die fallen dann so automatisch so auseinander und das ist auf Dauer nicht so wahnsinnig gemütlich. Man muss natürlich auch sagen, es gibt auch nicht so viele Leute, die so groß sind wie du. 1,95 ist schon recht groß. Das Glasdach finde ich sehr schön gerade. Ja. Ich weiß gar nicht warum, aber das ist so, da sieht man viel. Das stimmt. Und das macht so den ganzen Innenraum auf jeden Fall sehr, sehr groß. Was ich natürlich liebe ist, dass das hier leicht aufgeht, von selbst.
So, dann haben wir hier einen Kofferraum zunächst mal. Aha. Und darunter gibt es nämlich noch einfach. Da passen Kabel rein. Sonst nicht so viel. Ich mache ja manchmal da einen kleinen Handgepäckkoffer rein beim Model 3. Das wird hier nicht hinhauen. Was haben wir denn hier für eine Breite? Die 22 cm Hände, ihr kennt sie schon. 3, 4, naja, knapper Meter da vorne. Und an dieser Stelle ungefähr 92 cm, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ah, da ist ein Knopf. Was passiert da? Aha, eine Anhängerkupplung. Die wird bis hierhin geliefert. Den Rest mache ich mit Handkraft. Umgekehrt übrigens genauso. Knöpfchen ziehen. Wird gelöst. Und jetzt? Tack, weg. Ich glaube, dass er sogar relativ viel ziehen kann, dieses Auto. Ich habe in Erinnerung gelesen zu haben, 1400 Kilo könnte der ziehen. Das ist wenigstens mal was, weil das braucht man schon, wenn man was ziehen will. Die Rückbank wird händisch umgeklappt. Einmal Zwetschge, zweimal Zwetschge. 7 mal 22 sind 140 plus 14, 154, 160. 160 cm. Aber natürlich von der Höhe her passt was rein. Da haben wir sie auch, 60 cm Höhe. Da passt natürlich was rein. Da kann man auch mal eine kleine Kommode reinschieben oder einen kleinen Kühlschrank, also einen sehr kleinen Kühlschrank. Das ist natürlich gut, aber dafür ist es ja auch ein hohes Auto. Ja. Hier gibt es noch eine Durchreiche für Skier oder langes Gestange oder Dachlatten, so irgendwas. Ich habe vergessen, was beim ID4 unter der Fronthaube war, deswegen schaue ich mal noch kurz rein. Ah, sehr gut. Da ist allerlei, kein Frank, alles klar. Ein herzliches Dankeschön nochmal ans Autohaus Graf Hardenberg, dass ich dieses Auto heute Probe fahren durfte. Ich finde, es hat das schlechte Wetter nicht verdient. Ich glaube, es ist ein gutes Auto für Leute, die zum Beispiel VW lange verbunden sind, die gerne ein deutsches Auto kaufen möchten, wo sie eine Werkstatt, einen Servicepartner vor Ort haben. Und hier im Speziellen, glaube ich, ein Auto für Leute, die gerne Fahrspaß haben wollen, die Komfort brauchen und auf wirklich auch neueste Technik nicht verzichten möchten und die ein gewisses Raumangebot zu schätzen wissen. Das gibt es nämlich hier auch. Das Fragezeichen, das ich an der Stelle machen würde, ist tatsächlich in erster Linie die Reichweite, auch verbunden mit der für heutige Verhältnisse auch nicht üppigen Ladegeschwindigkeit von 150 Kilowatt. Wer praktisch dann mit der größeren Familie und dem Gepäck hinten drin mit einem ordentlichen Auto, mit einem guten Zug und einem guten Komfort unterwegs ist, der will am Ende halt auch wahrscheinlich nicht nur bis zur Oma nach Dettingen fahren, sondern vielleicht auch mal nach Berlin, nach Köln, an den Lago Maggiore oder noch weiter in den Süden. Und dann ist die Reichweite aus meiner Sicht grenzwertig. An der Stelle hoffen natürlich alle immer noch auf reichweitenstärkere Autos. Mal sehen, ob sich an diesem Punkt noch etwas ändern wird bei zukünftigen Entwicklungen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert unbedingt meinen Kanal. Gebt mir ein Like für dieses Video. Kommentiert gerne, was ihr vom ID.5 GTX haltet oder was ich sonst auf diesem Kanal noch für Autos testen soll. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad.